Wir befinden uns hier im Zwischenstall. Der Zwischenstall, das ist der Stall, in dem die Pferde zwischen den Showtagen untergebracht sind. An den normalen Showtagen haben wir an den Showplätzen Stallzelte. Und hier unter der Woche werden die Pferde in einem festen Reitstall eingestellt und haben sozusagen ihr Zuhause während der Tour. Pferde sind Gewohnheitstiere und sie möchten gerne immer den gleichen Nachbarn, den gleichen Ablauf haben. Und so ist es im Zwischenstall immer möglich, die Ruhe und die Gelassenheit der Pferde unter der Woche zu fördern. Wir haben an dem Tag nach dem Showwochenende erstmal frei, da kommen die auf die Koppel, gehen ins Gelände oder was man halt zur Entspannung so macht. Und dann kann man natürlich unter der Woche auch noch mit den Pferden trainieren. Ansonsten haben unter der Woche die Pferde wirklich Pause. Die Pferde haben ja ruhigen Stall, die haben große Box, sie können da rausgucken oder sogar auch in der Stallgasse gucken. Und dazu haben die hier die Möglichkeit, in der Halle zu laufen oder draußen. Es gibt sogar eine Weide draußen, wo die austoben können, wenn die möchten. Also ich finde es perfekt. Wir haben eine sehr schöne Reithalle. Wir haben ein tolles Dressurviereck, wir haben eine Führmaschine, wir haben einen separaten Longierzirkel und es ist alles gemütlich, klein, aber fein. Wichtig ist halt während der Tournee, dass wir Sorge tragen, sie auch vom Kopf her fit zu halten. Nicht, dass sie irgendwann mal sagen, wir haben jetzt keine Lust mehr, immer das Gleiche und, dass man ihnen Abwechslung bieten kann in Form von Paddock oder Wiese, Reiten, Wellness-Oase, ganz wichtig, beim Wasser, Waschplatz, Solarium, um es ihnen einfach gut gehen zu lassen. Wenn die Pferde in der Woche schön ausruhen können und sich wohlfühlen da und die haben echt alles, was die brauchen, dann sieht man das später in der Show. Die Pferde, die sollen sich wohlfühlen, sie sollen sich freuen auf der Arbeit und Spaß haben während des Auftritts. Und das macht es echt wichtig, dass die im Schwissenzeit schon alles haben, was sie brauchen.